Mann, es ist eine lange Zeit her. Geht so anderthalb Stunden vielleicht. Also wenn man die Folgen zusammenzählt. Du hast dir Zeit gelassen, um hierher zu kommen, junger Fremder. Das ist, weil ich einige Zeit in den Gärten verbrachte und einen kleinen Baum beschnitten habe. Und du, was tust du hier? Ich suche nach meinem Namen. In der Bibliothek? Vielleicht gibt es einen Zensus der Leute, die die Burg betreten haben. Es gibt eine magische Schriftrolle, welche die Namen aller Kreaturen enthält, die an diesem Ort starben. Oh, das haben wir schon gefunden. Irgendwo. Jedes Mal, wenn jemand stirbt, erscheint sein Name und sein Gesicht auf ihr. Mein Name sollte drauf sein. Okay. Zu meinem Unglück ist die Schriftrolle sehr gut in dieser Bibliothek versteckt. Glaubt nicht. Ich glaube, das war ziemlich offenkundig, aber gut. Nun, wenn ich sie finde, werde ich versuchen, deinen Namen zu lesen. Danke, Fremder. Gucken wir kurz in die andere Tür. Die Türen sind echt geil hier. So, Licht, Licht, Licht. Da geht's weiter. Oben geht's auch weiter. Und was ist das für ein Schild hier an der Wand? Nur Deko. Okay. Und noch eine Tür. Warte mal. Ich habe vergessen, Wände zu checken. Okay. Und noch eine Tür. Oh. Okay. Das ist ein sehr guter Hintergrund für einen epischen Bosskampf. Oder für noch eine Tür. Teleporter? Das ist sehr abgefahren hier. Und da ist noch so ein Joghurt. Schlüssel des Turms, Karte nicht verfügbar. Ja, okay. Das war also für lau. So, 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 so. Obwohl, wir können auch einfach so machen. Einmal kurz speichern. Und dann wieder zurück teleportieren. Wir müssen ja eh weiter zurück, um die Schriftrolle wieder zu finden. So. Karte. Also die Schriftrolle war, glaube ich, einfach nach Osten von hier in einer Tür. Wenn wir da reingehen, kommen wir zu den Händlern und es gab nur eine Tür raus. Und die führt dahin. Und hier ist nichts. Gut, also hier war die Schriftrolle schon mal nicht. Die Schriftrolle könnte hier irgendwo gewesen sein. Hammer raus. Ja, und mit dem Eisball auf eine Eisrüstung zu schießen, ist eine super Idee. Wir brauchen den Drachen auf meinem Hotkey. Auf 9. Ja, auf 9. So. Hier war es definitiv nicht. Und Kaploin. Jo, es gibt gut Schaden. Au, 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 au. Nicht den Drachen töten. So. Drache kurz weg. Drache wieder da. Okay. Piu. Piu. Kriegen ganz schön gut Schaden. So, der ist schon mal kaputt. Dieser Kahn-Ding. Wow. Wollte gerade sagen, dieser Kahn-Ding kriegen wir auch ganz leicht kaputt. Aber es sind ja doch ein paar mehr. F5. Heilen. 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 So, Geronimo. So, eins ist kaputt. Zwei sind kaputt. Beim dritten komme ich nicht an. Das muss Drachi machen. Drachi. Nicht sterben, Drachi. So, weg mit dir. Okay, Drache wieder raus. Bogen raus. Einfach Schaden fressen. Oh, nicht so. Solltest nicht in seiner Schussbahn stehen bleiben. So. Licht.
Licht. Stab der Langsamkeit. Okay. Drachi, magst du mal da hochfliegen und das Herz sammeln? Nee, ne? Hier sind wieder Schriftrollen, die er nicht benutzen kann. Nee, hier war das auch nicht. Also Hammer wieder raus. Um die Rüstung kaputt hauen und gucken, ob das da irgendwo war. Sonst müssen wir noch weiter zurück. Tank, tank, tank. Tank, tank. So. Plattenrüstung? Unser Inventar ist völlig voll. Benötigt Rüstung 11. Autsch. Da drüben können wir schon mal nicht hin. Hier war die Geschichte. Könnte hier das mit der Schriftrolle gewesen sein? Ja. Die Jungs da unten ignorieren wir immer. Nee, nein, hier ist der Boss. Das ist jetzt komisch. Ich habe keine Lust, mit so wenig Lebenspunkten gegen die zu kämpfen. Das machen wir später. Also müssen wir wieder runter. Noch weiter zurück. So. Hier bei den Orks kamen wir rein. Da hinten bei der Tür. Bei dem komischen Kuttentyp. Vielleicht. So, brennt. Beiden da oben knutschen wieder rum. Wow. 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 Drache weg. Drache hin. Das war nicht schön. Was kommt davon, wenn man Orks beim Knutschen stört? Sie werden krantig. Oh, wir müssen unbedingt den da wegmachen. Fledermausflügel. Wir sollten auch bald mal wieder in die Küche gehen. Und uns heilen. Wo ist die Fledermaus? Da ist die Fledermaus. Shift 1. Oh, oh, oh. Okay. So. Küche. Shift 3. Wir hätten gerne 1. 2. 3. 4. Was haben wir noch? Langsames Gift und geringe Regeneration. Nö. Du verkaufen. Wir würden gern verkaufen. Edelsteine. Jo. Ja. Edelsteine. Eine blaue Axt, die wir nicht benutzen werden. Geistermaterie, nein. Stab des Frostbolzen haben wir richtig viele von. Und die ohne Ladung werden wir wohl verkaufen können. Selbst wenn man sie aufladen kann, haben wir immer noch einen davon. So, schon besser. Du kannst auch noch weg. Die normalen Pfeile und die Langbogenpfeile könnten eigentlich weg, oder? Weiß ja nicht. Satyren rein brauchen wir. Feuerball-Ding. Das hätte ich noch ganz gerne. Also wenn man es aufladen kann. Irgendwie. Das da. Schaden mit Frost plus 5%. Finde ich jetzt nicht so super toll. Und das hier auch nicht. Plus 3% höhere Crit-Chance. Das ist albern. Weg. Weg. So. Shift 1. Nochmal speichern. Und zurück. Dahin, dahin. Und dann müssten wir jetzt ja gleich bei den Orks rauskommen, richtig? Aber den Fall... Nee, nicht bei den falschen, bei den richtigen. Du, diesmal bewegen sie es ja auch. Genau, ihr beiden hier. Und raus. So. Sehr schön. Hinterrücks töten macht auch am meisten Spaß. Am meisten Spaß, wollte ich sagen. Aber dann können wir hier wenigstens das Licht noch anmachen. Viel Licht anmachen. Achso, das war der eine Raum, den ich übersprungen hatte. Okay. So. Licht an. Was war hier unten? Waren da Stacheln? Na komm, will ich nichts riskieren.
Also einmal rüber. Oh. Oh. Das sind echt sehr viele Fledermäuse. Fröschli. Und aussortieren von dem doofen Ding. Da. So, wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Zu den beiden Lichtern. Wahrscheinlich nur, wenn wir von oben runterfallen. Ja, denke ich auch. Oh. Du, weg. Jetzt sammeln sich sehr viele rote Sensen. Gerne probiere ich darüber zu springen. Geronimo! Ja. Hopp. Hopp. Oh. Okay. Rote Sens. Weiter hoch. Weiter hoch. Weiter hoch. Oh, da ist noch eine Lampe. So. Von hier aus kann ich da hinten rüberspringen? Ich glaube nicht. Das heißt hier hoch, hier rüber und da wieder runterspringen. Genau, okay. Flup, 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 flup. Genau, sehr schön. Du kommst auch noch mit Gigantenstärke. Und tada! Sehr schön. Kommen wir wieder zurück? Nö. Warum hoch? Wie. Komm absolut nicht mehr zurück. Komm schon. So, so. So, jetzt wieder nach ganz oben und das machen, was ich eigentlich vorhatte. Nämlich bei den Orks vorbei. Zu dem einen Büchereimeister und da gucken, ob die weiße Schriftrolle ist. Und dann, nachdem wir bei der weißen Schriftrolle waren, zurück zu dem Geist. Nein, nein. Das ist doch doof. Ach ja. Also, ganz ruhig, Kirogon. Einfach da hoch. Genau. Du bist in der Lage, auf Plattformen zu springen. Ist sehr praktisch bei einem Plattformer. Also, spring! So. Na also. Du tot. Und wir sind richtig. Sehr schön. Und wühl, 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 wühl. Das dauert ganz schön lange. Und es kommt kein Text. Aber wir müssten jetzt fertig sein, oder? Namen suchen, 1 von 1. Ja, sind wir. Komisch, dass er keinen Kommentar dazu gemacht hat. Aber okay. Wir wollen hier rum, darum, darum. Und nicht ins Bowser Gate, sondern nach rechts. Hier. Dann nach oben zu den Eisrittern, die auch alle wieder respawned sind. Fröschli ist jetzt nicht so toll. Oh. Ich wollte eigentlich 9 drücken. Nein, nicht. 9, verdammt. Und Fröschli ist wieder tot. Au. Doch, hält wenigstens ein bisschen mehr aus. Au. Komm. Na. Drache weg, Drache hin. Geh kaputt, du doofes, garstiges. Na, also. Durch die Tür müssen wir, ne? Jo. Geronimo. Ne, durch die Tür müssen wir nicht. Wo zum Geier müssen wir hin? Yeah, weg hier. Jetzt, wo die Karte auch wieder funktioniert, beziehungsweise ich weiß, wie man sie aufruft, sollte ich mir vielleicht Notizen machen, wo wer war. Also der Geist zum Beispiel. Ich war mir ziemlich sicher, dass recht weit oben war. So. Und hopp. So.
Hier wären wir wieder. Hier gab es keine Optionen. Und da sind die zwei Dingens, die wir ignorieren können. Und da ist er doch. Und die ganzen Türen.